Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Einen wunderschönen guten Tag. Alles ein bisschen improvisiert, aber im Hintergrund die pure Natur, der wunderschöne Rhein. Alles ist im Fluss. Das ist auch meine Frage an dich in diesem Video. Bist du im Fluss? Bist du im Fluss des Lebens? Bist du im Fluss deiner Seele? Bist du im Fluss deines Selbstbewusstseins? Bist du im Fluss mit deinen Talenten? Boah, das Wasser ist richtig kalt. Ihr könnt ja hier mal gucken. Richtig schön. Schön hier am Strand. Das ist ja das Privileg in Deutschland. Wir dürfen ja noch rausgehen in die Natur, zu zweit oder alleine. Das ist ja auch gerade wichtig, um in sich reinzugehen, nach innen zu schauen. Nichts ist gerade wichtiger als das. Ich habe gerade mit meiner Tante in Polen telefoniert. Da müssen die Handschuhe tragen. Jeder Kunde im Supermarkt. Die müssen sich da anstellen. Die dürfen nicht mal an den Strand gehen. Die dürfen nicht mal in den Wald gehen. Überall Ordnungshüter oder Ordnungsbeamte, Polizei. Hier in Deutschland, ja, haben wir noch relativ viel Freiheit. Also das ist schön, da können wir auch mal für danken, muss ich sagen. Und Mundschutzpflicht auch in Österreich und solche Späße. Ne? Hier in Deutschland haben wir sowas nicht, alles freiwillig. Also alles noch relativ entspannt und die Entspannung kommt aus dir selbst heraus. Worüber möchte ich heute reden? Vor allen Dingen über das Thema, entschuldigt die Sonnenbrille, aber auch, muss jetzt sein, auch hier oben, weil meine Haare sind sonst vom Winde verweht. Momentan gibt es ja keine Friseure, Freunde der Sonne. Deswegen jetzt hier diese Windel, mein T-Shirt über dem Kopf, wie eine Babuschka sehe ich aus, hat meine Freundin gerade gesagt. Kann er vielleicht mal kurz winken. Schatz, wink mal! Hallo! Winkst du? Sie winkt? Ja, Tina Turner ist am Start. Auf jeden Fall, weil hier ist extrem helle Sonne, aber ich wollte euch zurückbringen in die Natur. Ja, gestern war Massenmeditation. Der 4.4.2020, der 5.4.2020 um 4.45 Uhr unserer Zeit haben sich Lichter miteinander verbunden, um den Coronavirus zu löschen oder einfach in ihr Herz zu gehen, um Herzen zu verbinden. Und über eine Sache möchte ich ganz klar sprechen, denn es ist ja so, liebe Leute, gestern kursierten dann auf einmal so Nachrichten, oh, diese Massenmeditation nicht mitmachen, das ist wieder ein satanisches Ritual, das ist irgendwie schlecht und oh, das ist, da erschaffst du Gegendruck, weil du, ja, meditierst ja gegen etwas, du meditierst ja hier gegen den Virus, das kann ja nicht funktionieren, das erhält es aufrecht, haben auch manche Spirituelle gesagt. Und da sage ich ganz klar, Blödsinn, Schwachsinn, also einfach nur eine Täuschung, weil der Teufel, ja, der Satan, die Archonten, wie auch immer du sie nennst, die drehen ja alles um. Das Gute ist das Böse und das Böse ist das Gute. Und da muss man drauf aufpassen. Ich gehe mal hier ein bisschen in die Hocke, weil es wird hier gerade windig. Ich will hier mal einen guten Ton haben. Und das ist halt einfach kompletter Käse, muss man einfach an der Stelle sagen, weil Meditation ist per se friedlich. Meditation ist erstmal friedlich. Du kannst nicht gegen etwas meditieren. Ja? Und der Sinn davon ist es einfach, unsere Herzen zu verbinden, unser Licht strahlen zu lassen, unser Licht größer zu machen. Oh, das jetzt seht ihr das Licht strahlen lassen, es dehnt sich aus und meine Windel da oben löst sich gerade, mein Shirt. Jetzt sehe ich aus wie so ein Araber, so ein Bahrainer, auch schön. Alles dehnt sich aus. Meine Freundin und ich, wir haben diese Meditation gemacht. Wir haben einfach gespürt, wie sich alles ausdehnt, wie dieser Planet auf eine positive Zeitlinie kommt, wo alles geschmeidiger, sanfter, liebevoller, wo das Paradies schneller erschaffen werden kann. Darum geht's doch. Es geht doch nicht darum, irgendwas zu löschen oder gegen etwas zu arbeiten. Natürlich sind wir für etwas, aber wir sollten diese Meditation täglich machen. Und die Dunkelheit, die weiß das. Wenn sich zu viele verbinden, dann sind die weg vom Fenster, dann müssen die sterben. Aber wenn was Neues entstehen will, soll, darf, dann muss auch was Altes sterben, loslassen, muss auch was Altes gehen. Das ist auch ganz klar. Deswegen werden automatisch alte Sachen gelöscht, alte Strukturen. Ja, wie in der Wirtschaft jetzt gerade. Die Unternehmen, die den Menschen nicht mehr dienen, die keinen Mehrwert haben, keinen echten Mehrwert für den Menschen, die gehen alle unter. Ja, deswegen sind jetzt auch so viele gefährdet, pleite zu gehen. In der Wirtschaft richtet sich alles neu aus. Aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, auch auf spiritueller Ebene. Deswegen Massenmeditation hin oder her. Es geht doch darum, dass du dein Licht einschaltest. Es geht doch darum, dass du in deine Kraft gehst. Es geht doch darum, dass du in dich schaust und einfach wieder groß wirst. Es geht doch darum, dass du wieder dich mit der Natur verbindest, so wie im Fluss. So wie mein Schatz jetzt hier, Tina Turner. Die kann jetzt hier auch mal mit ihren Füßchen einfach mal ins Wasser gehen, oder? Die Kälte mal wieder spüren und die Wärme und das alles. Es geht doch darum, dass du das wieder erkennst, wer du bist. Und deswegen haben wir das gemacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Wesenheiten, die diesen Planeten behüten, von Anfang an, Hüter und Hüterinnen von Mutter Erde, seit Anbeginn der Zeit, die haben uns gedankt.
Weil ihr kennt das vielleicht, wenn man in einem Kreis steht und sich an den Händen anfasst, was für eine Energie das erzeugen kann. Es ist nachgewiesen, dass Meditation die Kriminalitätsrate reduziert, den Frieden stärkt, auch in einer Stadt. Es, die positiven Auswirkungen von Gebeten sind auch nachgewiesen. Deswegen Meditation ist super, Gebete sind super, Visualisierungen sind super. Natürlich für das Konstruktive, für den höchsten Beitrag für alle, für den besten Beitrag für alle. Das geht hier nicht. Und das ist eben das Satanische an der ganzen Scheiße, wenn dann kurz vor so einer Massenmeditation, wo sich viele Lichter und viele große, coole, spirituelle Menschen mit einklinken wollen, dann kursiert auf einmal, ja, Massenmeditation, boah, das ist alles schlimm, das geht nicht, das ist alles negative Energie und all so ein Käse. Und das ist eben die Dunkelheit, die dann um sich schlägt, weil sie weiß, sie stirbt sonst und versucht nochmal alles schön zu manipulieren. Die Dunkelheit arbeitet doch mit Angst, Kinas, das müsst ihr mal verstehen. Und wenn mein T-Shirt gleich runterfliegt, dann fängst du das auf, weil das ist kurz davor. Scheiße. Oh nein, meine Haare. Es gibt keine Friseure, Leute. Ja, genau. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir neue Kreaturen. Jetzt sehe ich aus wie ein Ägypter. Genau. Ägyptische Tanz, wie Michael Jackson. Haben wir auch drüber gesprochen. Der war auch. Der war auch da. In Hollywood, ja. In dieser ganzen Branche. Aber der war ein großes Licht. Der war ein Indigo. Der sich dann davon getrennt hat. Und auch da, dort gibt es viele Lichter. Auch in der Politik gibt es viele Lichter. Und wir wälzen dieses alte System jetzt um. Alles wird neu geschrieben. Und diese Massenmeditation, deswegen mein Appell, einfach nur deswegen drehe ich dieses Video. Meditiere jeden Tag. Gehe jeden Tag in dein Herz. Gehe jeden Tag in dein inneres Licht, in deine innere Größe. Verbinde dich mit Mutter Erde, so wie ich es gerade tue. Höre das Plätschern, höre die Natur. Sehe den Sand, sehe die schöne Frau. Und guck mal, wie schön es hier ist. Nur mal so ein kleiner 360, nur für euch. Und das ist unsere Verantwortung. Die Verantwortung der Ankanatei. Die Ältesten der Ältesten. Die ganz alten Seelen, die aus anderen Universen kommen. Die hier sind. Freiwillig. Um das alles zu unterstützen. Aber auch, um diesen Planeten zu beseelen. Ja, und wenn du dieses Video siehst, dann bist du eine alte Seele. Weil sonst hättest du gar keine Resonanz zu mir. Also, ich sehe aus wie ein Araber, deswegen sage ich Alhamdulillah, Gott sei Dank, ich segne dich, ich segne deinen Weg und gehe in dich und lass dich nicht täuschen im Außen. Egal was kursiert, egal welche Videos über Verschwörungstheorien oder Massenmeditation ist schlecht, alles Bullshit. Die einzige kristallklare Wahrheit, die du holen sollst, ist aus dir selbst, aus deinem Herzen, aus diesem Feld. Hol alle Informationen ausnahmslos daher und dein Leben wird einfach nur ein reiner Tanz. Also lassen wir mal kurz die Füße ein bisschen tanzen hier zum Abschluss. Ein Tanz, falls man das sieht. Genau. Kleiner Strandtanz in diesem Sinne. Bleib munter, bleib gesund und genau, tanzt einfach den Tanz des Lebens auf der Bühne des Lebens. Bis dann. Beste Grüße hier aus der Fülle der Natur. Ciao, ciao.